habe 3x9 Zarenreiche, Sumpf und Steppe, Wald und Dorf. Ist dies nicht das Land des unbeweibten Zarleins dort unten? Nacht und Kräuter! Streut da nicht ein Jägerchen durch die Wälder mit leerer Beutetasche? Vermaledeite Jagd beim Bajonkater! Aber vorwärts, mein Besen! Jaga will weiter, denn schnell ist ein Märchen erzählt. Doch nicht so schnell eine Tat vollbracht. Wie verhext ist heute die Jagd. Ach, kein Wild lässt sich blicken. Wollen wir uns nicht etwas ausruhen, liebe Flinte? Uns Geschichten von fetten Gänsen erzählen? Vorwärts, bald wird es dunkel. André Jäger muss weiter, denn hungrig sind die Töpfe in der Zarenküche. Was turtelt da oben im Baum? Ein Täubchen. Da schieße ich wenigstens das. Hab ich dich nur am Flügel erwischt? Werd dir schnell den Hals umdrehen. Bring mich nicht um, André Jäger. Reiß mir meinen Kopf nicht ab. Setz mich auf ein Zweiglein. Gleich dämmert es. Warte, bis sich Schlummer auf mich senkt. Dann hol aus und schlage mit der rechten Hand nach mir. Du wirst dir ein großes Glück damit erringen. Was soll das bedeuten? Sieht aus wie ein Vogel, spricht mit Menschenstimme. Also, werd dir den Gefallen tun, Täubchen. Hier, auf dem Zweiglein, krall dich fest. Zartes Täubchen, mageres Stück. Mager ist wohl auch mein Glück. Da schlummert's schon. Nimm meine Rechte. Wunderschöne Jungfrau. Maria Serevna, so heiße ich. Hast mich zu nehmen gewusst? Nun wisse mich auch zu halten. Rüste zum Fest. Und dann machen wir Hochzeit. Ich werde dir ein ehrliches und lustiges Weib sein. Großes Glück hab ich errungen, aus dem Täubchen kam gesprungen, Maria, meine schöne Frau, Maria, meine schöne Frau. Hochzeit feierten wir beide, ich in Leinen, sie in Seide, Maria, meine schöne Frau, Maria, meine schöne Frau. Komm nach Hause, ich vom Jagen, wird auf Händen sie getragen. Maria, meine schöne Frau, Maria, meine schöne Frau. Ach, André, gar ärmlich lebst du. Ja, wie du selber siehst. Verschaff dir 100 Rubel. Kaufe dafür allerlei Seidengarn. Und dann lass mich nur machen. So? Wie du meinst, liebste Maria Zarewna. Gleich gehe ich los. Rubel hier, Rubel dort, Jubel hier, Trubel dort. Hier ist Brot, dort ist Not, Seide bunt, Goldstück rund. Ma,
Maria Zarewna, habt ihr Garn mitgebracht. Eine schwere Arbeit, das Geld borgen, das Rubel besorgen. Das, liebe andere Jäger, ist noch gar nichts. Leg dich schlafen. Der Morgen ist klüger als der Abend. Wie du meinst, liebste Maria Zarewna. Und gute Nacht. Braunes Garn, das Dorf, die Erde. Gelbes Garn, die Hammelherde. Blaues Garn, Himmel und See. Weißes Garn, so weiß wie Schnee. Rotes Garn, die Rosenpracht. Schwarzes Garn, die kalte Nacht. Golden Garn, die Sonnenfrau. Silbern Garn, der Mondentau. Graues Garn, des Zaren Heer, Stich um Stich und hin und her. Steh auf, mein André. Es ist schon heller Tag. Maria Zarewna, trau ich meinen Augen? Was für ein Teppich. Hast dir das ganze Reich eingewebt. Dorf, Stadt, Wald, Flur. Verlier keine Zeit, Bester. Bring ihn zum Markt. Biet ihn den Kaufleuten an. Doch nenn keinen Preis. Was man dir gibt, das nimm. Habt ihr schon so einen Teppich gesehen? Was ist das für ein Auflauf dort? Lass die Kutsche anhalten, Ratsherr. Kutscher, halt! Halt, sag ich! Geh hinaus. Sieh einmal nach, Ratsherr. Wie eure Hoheit wünschen. Fünfhundert biete ich dir. 500! Sag schon, Jäger, dass du einverstanden bist. Ach was, so ein Teppich für den Preis. Lass dich nicht übers Ohr hauen, Jägerchen. Hier hast du 1000 und gut. Gruß euch, Kaufleute. Wovon ist die Rede? Nun, wir können uns über den Preis des Teppichs nicht einigen. Was für ein Teppich? Sag an, Jäger, wo hast du so einen prächtigen Teppich her? Sag die Wahrheit. Na nun, meine Frau hat ihn gewebt. Was willst du dafür haben, Mann? Tja, das weiß ich selber nicht. Ich soll nicht falschen, sagt meine Frau. Ja, was man gibt, das nehme ich. Gut, Jäger, hier hast du 10.000. Na, gib ihn schon her. Platz, lasst mich durch. Steht nicht wie angewachsen. Was hast du da gekauft? Einen Teppich, Hoheit. Seht. Unglaublich. Mein Zarenreich. Mach, was du willst. Den Teppich behalte ich. Hier hast du 20.000. Lass weiterfahren. Kutscher, los! Weiter! Immer das Beste für den Zaren. Nun ja, habe ich wenigstens verdient dabei. Woher stammt denn der Teppich, Ratsherr? Des Jägers Frau wiegte ihn, Hoheit. Die schöne Maria Zarewna. Der Neid blinkt ihm in den Augen. Ich sehe ihm an, er will selbst solch einen Teppich besitzen. Rennt vielleicht zu dieser Maria Zarewna, bestellt sich einen besseren. Nein, gleich morgen gehe ich zu ihr, kaufe ihr alles ab. Ein Ratsherr mit einem schöneren Teppich, als ihn der Zar hat. Ha! Ich komme schon, ich eile schon. Oh, eure Hoheit, der Zar selbst. Wie kann ich dienen? Was sehen mich eure Hoheit so starr an? Wollt ihr nicht sagen, was ihr von uns armen Leuten wünscht? Nein? Nun, so gestattet mir, wieder an meine Arbeit zu gehen. Was für eine Schönheit. Niemals kann, ach, Maria ich vergessen.
nicht wegzutrinken, nicht wegzuessen, nicht fortzubannen mit Zauberkraut, ist mir im Sinn des Jägers Braut. Ach, welche Anmut, lieblicher Leib, ist sie nicht wie eines zaren Weib? Krank bin ich, da hilft kein Zauberkraut, könnt ich doch haben des Jägers Braut. Ratsherr. Zu Diensten, Hoheit. Schaffrat, wie André Jäger aus dem Weg geschafft werden kann, ich will sein Weib heiraten. Findest du ein Mittel, belohne ich dich mit Städten, Dörfern und Gold. Findest du keines, bringt mein Schwert dir tot. Wirt, bring mir noch ein Glas. Hey, Ratsherr, was machst du für ein Gesicht? Gehen die Geschäfte nicht? Ärger am Hof? Lass mich in Frieden, Trunkenbold. Geh, belästige jemand anderen. Sieht fast so aus, als ob der Herr Ratsherr heute ein Trunkenbold selber ist. Aber höre, Ratsherr, ich bin viel herumgekommen im Leben, kenne mich aus und will dir gern einen Rat geben, solltest du in Schwierigkeiten stecken. Wenn du das Belästigen nennst, ist's deine eigene Schuld. Kauf mir ein Gläschen Branntwein, Ratsherr, und sprich dich aus. Wirst es nicht bereuen? Das wirst du mir schon raten können. Also gut, höre zu. Der Zar will das Weib vom André-Jäger heiraten. Und ich soll ihren Mann aus dem Weg schaffen, so befiehlt er. Ein André-Jäger beiseite zu schaffen ist nicht schwer, der ist einfältig. Nur seine Frau ist schlau. Aber wir werden ihr schon eine Nuss zu knacken geben. Geh zum Zaren und sag ihm, er solle den André-Jäger ins Jenseits schicken, damit er sich erkundige, wie es unserem seligen Väterchen Zar dort geht. André wird fortgehen und nicht wiederkommen. Eine gute Idee, Freund. Ich gehe sofort. Hier, kauf dir ein Gläschen. Ich danke dir. Bester André Jäger, warum sitzt du da und lässt den Kopf hängen? Warum bist du nicht fröhlich? Ist dir vielleicht ein Missgeschick begegnet? So kann man es nennen, liebste Maria Zarewna. Höre, was der Zar zu mir sprach. Nun, André, so sagte er, du hast mir in Ehren und Treue gedient. Leiste mir noch einen Dienst. Geh hinüber ins Jenseits und bringe mir Kunde, wie es meinem seligen Väterchen geht. Trotzest du dem Gebot, bringt mein Schwert dir tot. So drückte er sich aus. Was soll mir mein Kopf dann nicht herunterhängen? Auch ein Grund zum Traurigsein. Das ist doch kein Dienst. Nur ein Dienstlein. Der Dienst kommt noch. Leg dich schlafen. Der Morgen ist klüger als der Abend. Wie du meinst, liebste Maria Zarewna. Und gute Nacht. Ringlein von Gold, werde zum Rat, so wie es rollt in Dorf und Stadt. Gold treibt dich an, Zauber und Macht, von Land zu Land, in Jenseits Nacht. Steh auf, mein André, die Sonne steht schon am Himmel. Nimm hier dieses goldene Ringlein. Geh zum Zaren und erbitte dir den Ratsherrn zum Weggenossen. Andernfalls, so sagst du, würde man dir ja nicht glauben, dass du im Jenseits gewesen bist. So wie du dich mit deinem Begleiter auf den Weg gemacht hast, wirf das Ringlein vor dich hin. Es wird dich hinführen. Dank dir, meine liebe Maria. Es wird ein weiter Weg sein. Nimm diesen Sack Zwieback zur Wegzehrung mit. Gleich mache ich mich auf den Weg.
André Jäger, ich kann nicht mehr. Meine Füße sind geschwollen, schwer wie Mehlsäcke. Lass uns eine Pause machen, bester André Jäger. Wir müssen dem Ringlein folgen, Ratsherr. Sieh, wie es blinkt. Hör, wie es klingt. Ein Stückchen Zwieback, wenigstens aus deinem Säckchen, dass ich wieder zu Kräften komme. Es ist nichts mehr da, Ratsherr. Die größten Stücken hast du gegessen. Och, es wird immer finsterer, ob es noch weit zum Jenseits ist. Sieh, es steht still. Wir müssen am Ziel sein. Setzen wir uns. Ruhen wir uns aus. Gott sei's gedankt. Hegevater, etwas mehr Beeilung. Sonst geht uns zu Hause der Ofen aus. Bis schlapp machen, Alterchen. Wird dich meine Keule schon auf Trab bringen. Da! Und da! Und da! Oh, habt Erbarmen! Da! Nicht so fest! Sieh doch! Wenn mich nicht alles täuscht, so ist das unser seliges Väterchen Zar. Recht hast du. Der das Holz dort sieht, das ist er. Wer? Herr Teufel! Überlasst mir doch diesen Toten! Und sei es auch nur für kurze Zeit! Ich hätte ihn etwas zu fragen. Hat gerade Zeit zum Warten. Soll wohl selber Holz ziehen. Hol dir doch von mir den frischen Menschen als Ablösung. Oh. Wie du willst, her mit ihm. Alterchen, darf seinen kurzen Plausch machen. Versuch nicht, dich zu verdrücken. Und du, Ratsherr, komm schon her. Los geht's. Nicht so heftig, Herr Teufel! Oh, schlag nicht so fest! Nicht so fest, Herr Teufel! Nun, Väterchen, schöne Grüße bringe ich dir vom Zaren, deinem Sohn. Und soll dich fragen, wie es dir so ergeht im Jenseits? Ach, André Jäger. Ein schlechtes Dasein führe ich im Jenseits. Grüß mir meinen Sohn und sag ihm, dass ich ihm strengstens anbefehle, die Menschen nicht zu kränken. Sonst trifft ihn das gleiche los. Der Teufel! Schlag nicht so zu! Anhalten! Komm wieder zu mir, Väter! Voll neues Holz holen, mein Bester. Denk dran, André Jäger. Bestell's meinem Söhnchen. Was soll das heißen, Ratsherr? Er ist zurückgekommen. Hoheit, fragt ihn doch selbst. Da ist er. Wie konntest du dich unterstehen, zurückzukommen? Also, ich war im Jenseits bei eurem seligen Vater. Es geht ihm schlecht. Er hat mir aufgetragen, euch zu grüßen und befiehlt euch strengstens, die Menschen nicht zu kränken. Und womit willst du beweisen, dass du im Jenseits warst und meinen Vater gesehen hast? Das beweise ich damit, dass auf dem Rücken eures Ratsherrn noch die Spuren von den Keulenschlägen zu sehen sind, mit denen der Teufel ihn angetrieben hat. Lass sehen, Ratsherr. Oh. Drückt meinen Rücken nicht so fest, Hoheit. Also, dann ganz nach Hause gehen, André Jäger. Na los, los! Stör mich nicht weiter! Höre, Ratsherr. Ja? Schaff Rat, wie der Jäger aus dem Wege geschafft werden kann. Erfülle mein Gebot, sonst bringt mein Schwert dir tot. Ja, bring noch eins, Wirt. Vielleicht kommt mir dann ein Gedanke.
Was soll ich nur tun? Was tue ich bloß? Freund, Ratsherr, trifft man sich so bald wieder und bläst schon wieder Trübsal vor deinem Glas? Woran liegt es, Bester? Klag mir dein Leid und ich rate dir. Was heißt hier Freund? Ich kenne dich nicht. Aber ich kenne wohl die Art von Rat, den man in Spelunken wie dieser bekommt. Die Spuren davon trage ich immer noch auf dem Rücken. Langsam, lieber Ratsherr. Warum soll denn der Rat, den ich dir gab, so schlecht gewesen sein? Nicht mit jedem guten Rat kommt man zum Ziel. Kauf mir was zu trinken. Und es wird mir etwas Besseres einfallen. Sind deine Sorgen denn noch die gleichen? André Jäger ist so lebendig wie je. Und immer noch begehrt der Zar dessen Weib. Und du sollst ihn immer noch beiseite schaffen. Pass auf, da hab ich was. Der Zar soll ihm die Aufgabe stellen, nicht nur sie auszuführen. Allein schon sie auszudenken ist schwierig. Meine Zunge ist trocken, ich kann's nicht aussprechen. Wirt, ein Glas Branntwein. Vom Besten. Also, sage dem Zaren, er soll den Schützen ins dreimal zehnte Zarenreich schicken, ihm dort den Bajun-Kater zu erbeuten. Den Bajun-Kater? Eine gute Idee. Hier, kauf dir ein ganzes Fläschchen, Bester. Und hab Dank. Was ist, mein André Jäger? Schmeckt dir mein Süppchen nicht? Dein Süppchen, liebste Maria Zarewna, würde mir schon munden. Hätte mir der Zar nicht Folgendes aufgetragen. Einen Dienst hast du mir geleistet, so sprach er, jetzt leiste mir einen zweiten. Begib dich ins dreimal zehnte Zarenreich und erbeute mir den Bajun-Kater. Erfülle mein Gebot, sonst bringt mein Schwert dir Tod. So drückte er sich aus. Auch ein Grund zum Traurigsein, das ist doch kein Dienst. Nur ein Dienstlein. Der Dienst kommt noch. Leg dich schlafen. Der Morgen ist klüger als der Abend. So? Wie du meinst, liebste Maria Zarewna. Und gute Nacht. Pacht das Feuer, Schmiede, an. Rüstet meinen Mann. Macht mir Helme, drei. Eisen, Kupfer, Blei. Blas das Feuer, Schmiede, an. Rüstet meinen Mann. Macht mir Ruten, drei. Eisen, Kupfer, Blei. Eine Eisenzange lang. Macht mir und habt Dank. Helme, Ruten, drei. Eisen, Kupfer, Blei. Steh auf, mein André. Hast deinen weiten Weg vor dir. Hier, nimm die drei Helme. Erst setz Blei auf, drüber Kupfer, dann Eisen. Mit dieser Zange zerrst du den Kater vom Kopf. Und mit den Peitschen hier schlägst du den Kater. Erst mit Eisen, dann mit Kupfer, dann mit Blei, bis er um Gnade fleht. Wenn ich dich nicht hätte, beste Maria Zarewna. Höre. Drei Werst vor dem Ziel wird dich eine arge Schläfrigkeit überfallen. Das kommt vom Bajun-Kater. Du aber schlafe nicht. So wie du einschläfst, bringt der Bajun-Kater dich um. Nun geh, lieber André, ins dreimal zehnte Zarenreich. Liebste Maria Zarewna, gleich breche ich auf. Fuß... vor Fuß, vor Fuß. Wie weit noch? Weit noch, weit noch. Könnte ich mich doch ein wenig ausruhen. Ausruhen, ausruhen. Da,
Unter dem schattigen Bäumchen wird sich's gut schlafen. Gut schlafen. 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 Oh. Haucht mich der Bajunkater an? Bin ich am Ziel? Ah. Ah. Oh, da fallen die Augen zu. Augen zu. Augen zu. Helme drücken. Peitschen schleifen. Zange zieht zu Boden. Zu Boden. Zu Boden. Schlafe nicht, André. Schlaf nicht ein. Stusch! Bajunkater! Spring mir nur auf den Kopf! Fetz deine Krallen am Eis! Nur zu, Katerchen! Fetz deine Krallen am Kupfer! Immer weiter, Kater! Schlag deine Krallen in Blei! Hast dich festgekratzt, Bajunkater! Werde ich mit meiner Zange zwicken! Zu Boden mit dir! Neben die Eisenpeitsche. Die tanzt dir auf dem Rücken. So! So! Zerreißt sie. Dann spür die Kupfer. Die blitzt dir um die Beine. Da! Zerbeißt sie. Koste die Bleirute. Die schlingt sich dir um die Knochen. Einmal! Nein, bester André Jäger, will dir ein hübsches Märchen erzählen vom Pfaffen und seiner schönen Frau. Nichts da! Will dir selbst ein Märchen erzählen mit meiner Peitsche. Hör zu, Bajunkater. Und du, ich hab's gehört, guter André Jäger, nicht noch mehr. Will alles tun, was du verlangst. Wirst du mit mir gehen? Wohin du nur willst. Folg ich dir. So, komm. Was sagst du? Er ist zurückgekehrt? Er hat den Bajunkater erbeutet, Hoheit. Hier kommen sie schon. Nun, André Jäger? Väterchen Zar, der Auftrag ist ausgeführt. Hab euch den Bajunkater mitgebracht. So. Na, dann zeig mir mal, was du kannst, Bajunkater. Werde gleich meine Krallen wetzen und sie dir zar auf die Brust setzen. Will dir die weiße Brust zerfleischen, dir das Herz noch zuckend herausreißen. Und der Jäger, zähl doch bitte den Bajunkater. Zurück, Kapitän, hör, was meine Peitsche sagt. Schnell, sperr ihn in den Käfig, André Jäger. Wie ihr befehlt, Hoheit. Komm, Bajunkater. Ratsherr. Zu Diensten, Hoheit. Denk dir aus, was du willst, aber schaff den André Jäger beiseite. Erfülle mein Gebot, sonst bringt mein Schwert dir Tod. Was bist du nicht fröhlich, Liebster? Oder ist dir wieder ein Missgeschick begegnet? Ach, deiner Schönheit Macht hat mir nur Leid gebracht. Der Zar befiehlt, ich soll gehen dorthin, weiß nicht wohin, soll holen das, ich weiß nicht was. Ja, das ist dein Dienst. Doch lass gut sein. Leg dich schlafen. Der Morgen ist klüger als der Abend. Nun, wie du meinst, liebste Maria. Und gute Nacht. Kein Spruch steht im Buch. Kein Zauber, kein Fluch.
dorthin. Doch wohin? Das. Aber was? Nur die Tiere können noch Rat wissen. Bring mich zum Wald, meine Flöte. Ihr Tiere des Waldes! Überall streift ihr umher. Habt ihr nicht gehört, wie man kommt dorthin, weiß nicht wohin? Wie man holt das, ich weiß nicht was? Nein, Maria Zarewna, davon haben wir nirgends gehört. Habt Dank! Ich will's auf dem Feld versuchen. Ihr Vögel der Lüfte! Ihr fliegt um die ganze Welt! Habt ihr nicht gehört, wie man kommt dorthin, weiß nicht wohin? Wie man holt das, ich weiß nicht was? Nein, Maja Zarewna, davon haben wir nimmer gehört. Habt Dank! Ich will's am Meer versuchen. Ihr Fische des Meeres, überall schwimmt ihr umher. Alle Inseln kennt ihr und den tiefen Meeresgrund. Habt ihr nicht gehört, wie man kommt dorthin, weiß nicht wohin? Wie man holt das, ich weiß nicht was? Nein, Maria Zarewna, davon haben wir nirgends und nimmer gehört. Ich danke euch. Ach, bald dämmert es. Nach Haus, meine Flöte. Nun weiß ich auch keinen Rat mehr. Steh auf, mein André. Es tagt schon. Du musst dich auf den Weg machen. Wo du das ich weiß nicht was findest, kann ich dir auch nicht sagen, Liebster. Nur eins kann ich dir raten. Geh dorthin, wo deine Nase hinzeigt, immer geradeaus. Dann, wenn du lange genug gelaufen bist, wirst du zu einem Häuschen kommen. Das steht auf einem Hühnerbein. Du sagst, dreh dich, Häuschen, wenn es dir den Rücken weist. Dann geh hinein. Nimm dieses gestickte Handtuch mit. Wenn du dich wäschst, benutze nur das meine. Nimm kein anderes Handtuch. Mehr kann ich dir nicht helfen. Viel Glück wünsche ich dir, mein André Jäger. Hab Dank, liebste Maria Zarewna. Ich bin schon unterwegs. Und auf schnelles Wiedersehen. Haben uns müde geflogen, wollen uns ausruhen zu Hause. Im Hüttchen ein Süppchen uns kochen. Nacht und Kräute! Sind wir nicht schon im 3x10. Zarenreich? Schlägt sich ein Menschlein da unten zu mir durch? Immer der Nase lang, Menschlein, so ist's recht. Riechst wohl schon deinen eigenen Braten? Oh, vorwärts, mein Besen, jag will nach Hause. Schnell ist dein Märchen erzählt, doch nicht so schnell ist der Ofen geheizt. Hüttchen, Hüttchen, dreh dich um. Zu mir die Vorderseite, zum Wald die Rückseite. Nur herein! Die Tür ist offen! Sei gegrüßt, alte Baba Yaga.
Pfui, pfui, pfui. Von russischer Art ward hier nie was gehört, nie was gesehen. Und heute kommt ein Russe gar selber her. Na, ich will dich gleich im Ofen braten und aufessen, auf deinem Gebein spazieren fahren. Oh, du wirst doch einen wegmüden Wanderer nicht essen wollen. Der ist doch abgezehrt und schmutzig. Gib mir heißes Wasser, so will ich mich erst einmal waschen. Na gut. Im Kessel dort ist Wasser. Nimm das. Vielen Dank auch, Babuschka. Oh, wo ist da mein Handtuch? Ah, hier. Wo hast du denn das Handtuch her? Das hat doch meine Tochter gestickt. So ist deine Tochter mein Weib. Sie gab mir das Handtuch. Ach, du mein liebster Schwiegersohn. Trockne dich ab, setz dich zu Tisch, wirst doch hungrig sein. Lang zu, mein Lieber, koste vom Wein, Bester, erzähle, was führt dich her. Nun, Maria und ich, wir haben geheiratet und lebten glücklich und zufrieden. Der Zar jedoch neidet mir ihre Schönheit, er will Maria für sich haben. Da hat er mich ausgesandt, dorthin, weiß nicht wohin, zu holen das, ich weiß nicht was. Dann könntest du mir nicht dabei helfen, Schwiegermütterchen? Liebstes Schwiegersöhnchen, von solch einem Wunder hab ich noch nie gehört. Nur die alte Fröschin könnte davon wissen. Sie lebt im Sumpf wohl an die 300 Jahre. Na, aber macht nichts. Leg dich schlafen. Da auf der Ofenbank ist genug Platz. Der Morgen ist klüger als der Abend. Nun, dann wünsche ich gute Nacht, Schwiegermutter Jaga. Großmütterchen, springe, Frosch! Lebst du noch? Ich lebe noch. Was gibt es? Weshalb rufst du mich? Weißt du, wo das? Ich weiß nicht, was zu finden ist. Ich weiß es. Sag es mir doch, tu mir die Liebe. Mein Schwiegersohn hat den Auftrag bekommen, zu gehen dorthin, ich weiß nicht wohin, zu holen das, ich weiß nicht was. Ich würde ihn gern hinführen, doch ich bin zu alt. Ich kann nicht mehr so weit hupfen. Wenn mich dein Schwiegersohn aber in kuhwarmer Milch bis zum Feuerfluss bringt, will ich helfen. Steh auf, André Jäger! Aufstehen, teurer Schwiegersohn! Von der Fröschin habe ich geträumt, Baba Yaga. Ach, was geträumt. Steh auf, zieh dich an. Nimm diesen Topf mit kuhwarmer Milch. In der Milch ist schon deine Fröschin. Geh mit ihr zum Feuerfluss. Die Fröschin weiß dir den Weg. Dort nimmt sie aus dem Topf. Niemand kann den Feuerfluss überqueren. Aber sie wird dir schon sagen, was du tun musst. Ich beeile mich. Und vielen Dank auch, Schwiegermutter. Ich komme nicht näher an den Fluss heran, Großmutter Springenfrosch. Es wird zu heiß. Dann hol mich aus dem Topf, wackerer Bursche. So ist gut. Und nun setz dich auf meinen Rücken.
Wir müssen über den Feuerfluss. Ich bitte dich, Großmutter. So klein wie du bist, ich erdrück dich ja. Hab keine Angst, erdrückst mich nicht. Sitz auf, aber halt dich fest. Ich blase mich jetzt auf. Wie du meinst, Großmütterchen. Hältst du dich auch fest? Ganz fest, Großmütterchen. Du wirst ja groß wie ein Heuschober. Dann warte ab. Hältst du dich auch wirklich gut fest? Ganz fest, Großmütterchen. Du bist ja wie ein Wald so groß. Ich springe. Halte dich. Naja, die Jüngste bin ich nicht mehr. Hast du dir was getan, mein Junge? Ein paar Härchen sind angesenkt, weiter nichts. Dann gib Acht. Wenn du jetzt weitergehst, diesen Pfad entlang, dann siehst du ein Turmschlösschen. Nein, kein Turmschlösschen. Eine Hütte. Nein, keine Hütte. Ein Schuppen, ein Trennschuppen. Dort tritt ein und stell dich hinter den Ofen. Dort findest du das. Ich weiß nicht was. Ich selbst springe jetzt wieder zurück in meinen Milchtopf, denn ich bin schon ganz ausgetrocknet. Viel Glück also, junger Bursche. Dank dir, Großmütterchen. Auch dir alles Gute. Hier muss es sein. Ich soll mich hinter den Ofen stellen? Dort fände ich das. Ich weiß nicht was. Hey! Ihr fahrt da nach oben! Essen will ich! Ein Zwerg! Mit Bier! Ein gebratener Ochse! Wie aus dem Nichts! Da kann sich das Zwerglein aber den Arzt voll schlagen. Schenk schon nach! Ihr fahrt da nach oben! Von selbst nimmt sich die Kanne. Schaff die Abfälle raus, Gevatter Naum. Blitzblank der Tisch. Nu. Weg ist der Gnom. Oh. Das will ich auch einmal probieren. Gevatter Naum, bewirte mich. Kaum zu glauben. Wein, Hühnchen, Braten, Honigwasser. Gevatter Naum, setz dich zu mir. Bruder, wollen es uns zusammen gut schmecken lassen. Dank dir, André. Viele Jahre schon diene ich hier und nicht eine verbrannte Krume habe ich zu sehen bekommen. Du aber hast mich zu Tisch geladen. Lang zu, Gevatter. Ist ja genug da. Wenn nicht, bestellen wir uns einfach mehr. Sag, Gevatter, wo isst du das alles hin? Das Hühnerkeulchen löst sich in Luft auf. Der Schluck Wein verschwindet auf Nimmerwiedersehen. Zeig dich mir doch einmal. Nein, mich kann keiner sehen. Ich bin ja das, ich weiß nicht was. Gevatter Naum, willst du nicht in meine Dienste treten? Warum nicht? Ich sehe, du bist ein guter Mensch. Ah, gut, so räum alles ab. Dann wollen wir gehen. Dank dir, Gevatter. Machen wir uns auf den Weg. Komm dort her, weiß nicht woher, habe das, ich weiß nicht was. Will dorthin, weiß schon wohin, könnte ich fliegen, im Arm sie wiegen.
Bist du noch da, Gevatter Naum? Bin hier. Habe keine Angst, ich bleibe nicht zurück. Dann weiter. Schickte der Zar mich in Gefahr, zu Teufel und zu Kater und zu dir, Gevatter, hab ich doch das, ich weiß schon was, könnt ich fliegen, im Arm sie liegen. Bist du noch hinter mir, Gevatter Naum? Ich bin neben dir, hab keine Angst, ich bleib nicht zurück. Weg ist weit, lange Zeit war ich aus, will nach Haus, Fuß vor Fuß, zu Lieb und Kuss, könnt ich fliegen, im Arm sie wiegen. Gevatter Naum? Was ist denn, André Jäger? Das Gehen fällt schwer, Gevatter. Müde bin ich. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Ich kann dich auch schneller zum Ziel bringen. Pass auf. Ah, hui, hui, Gevatter! Oh, wir fliegen ja richtig. Wälder und Berge, Dörfer und Städte. Bist mir ein flinkes, ich weiß nicht was. Das Meer! Das ist das Meer! Gevatter Naum, eine Atempause, mir wird schwindelig. Kommt denn auf einmal diese liebliche Insel her? Wolltest du nicht ausruhen? Dort im Turmschlösschen ist das Bett für dich gemacht. Geh nur hinein. Am Morgen, wenn du ausgeschlafen hast, wird ein Kaufmannsschiff hier vor Anker gehen. Und drei Kaufleute werden dich im Schloss besuchen. Lad sie zu Gast und bewirte sie aufs Beste. Die Kaufleute besitzen drei Wunderdinge. Tausch mich für diese ein. Hab nur keine Angst, ich komm zu dir zurück. Schönen Dank auch, Gevatter Naum. Werde es so machen, wie du sagst. Wir grüßen euch! Seid ihr der Schlossherr hier? Immer rein, liebe Kaufleute. Hab euch schon heransegeln sehen. Nun, ich bin wohl der Schlossherr hier. Tretet näher. Noch nie haben wir in dieser Meeresgegend eine Insel gesehen. Sagt uns doch, lieber Mann, wer hat dieses Wunder vollbracht? Mein Diener, Gevatter Naum, hat diese Insel gemacht. Und das prächtige Schlösschen, die kostbaren Möbel, die gläsernen Fenster. Ah, auch das hat in einer Nacht zustande gebracht. Ach. Hallo, Gevatter Naum, bring uns doch Wein und Speisen, bitte. Das ist ja nicht zu fassen. Erschreckt euch nicht, werte Herren. Mein Diener ist unsichtbar. Zum Wohl, liebe Kaufleute. Ganz auf euer Wohl, bester Mann. Hört einmal, wir führen einige Wunderdinge bei uns. Wollt ihr sie nicht sehen? Wenn euch eines davon gefällt, so nehmt es und überlasst uns dafür euren Diener, den Gevatter Naum. Ihr werdet nicht schlecht dabei abschneiden, guter Mann. Was habt ihr denn für Wunderdinge? Seht her, hier habe ich eine Keule. Spricht man zu ihr, los, Keule, wald mal dem und dem die Rippen, gleich geht die Keule von allein los und zerbricht dem stärksten Mann die Rippen. Ich besitze hier eine Axt. Dreh ich sie mit dem Rücken nach oben, fängt die Axt von allein zu hauen an. Schlag auf Schlag steht ein Schiff da. Schlag auf Schlag, eine ganze Flotte. Schiffe ziehen dahin, Kanonen donnern, tapfere Seeleute fragen nach euren Befehlen. Dreht ihr sie wieder um, ist alles verschwunden. In meiner Tasche hier habe ich eine Flöte. Bläst man darauf, marschiert ein Heer auf. Infanterie und Kavallerie mit Gewehren und Kanonen, Marschmusik ertönt. Soldaten kommen im Gleichschritt daher und fragen nach den Befehlen. Bläst man von der anderen Seite, ist alles verschwunden.
Eure Wunderdinge sind zwar gut, doch mein Diener ist wertvoller. Für Gevatter Naum müsst ihr mir schon alle drei Wunderdinge geben. Das ist zu viel. Wie ihr wollt. Anders tue ich's nicht. Hört mal. Was sollen uns Keule, Axt und Flöte? Mit Gevatter Naum dagegen können wir jeden Tag satt und trunken sein. Schön und gut, aber meine Keule will ich nicht hergeben. Pass auf. Wenn wir erst einmal den Gevatter Naum haben, werden wir ihm die anderen Dinge schon zu entwenden wissen. Wenn du meinst, dann soll mir es recht sein. Abgemacht. Nimm alle drei Sachen. Hey, Gevatter Naum, du gehörst jetzt uns. Wirst du uns auch in Treue dienen? Warum sollte ich euch nicht dienen? Mir ist es gleich, wo ich lebe. So, komm mit aufs Schiff. Feiern wollen wir! Ihr habt euch wohl, lieber Mann! Gevatter Naum, her mit dem Frühstück! Nichts passiert! Hey, wach auf! Wo ist Naum? Was für Naum? Stell dich nicht so an! Du wirst ihn für dich alleine. Ich werd's dir zeigen, du. Nimm die Hände von meiner Gurgel. Ich rate dir einen guten. Beschreibe, was ist denn bloß los mit euch? Hey, seht doch, guck doch mal. Die Insel. Tatsächlich. Verschwunden. Wie vom Meer verschluckt. Ich glaube, er hat uns übers Ohr gehauen. Land zu sehen, Gevatter Naum. Lass uns ein wenig verschnaufen, bevor wir nach Hause fliegen. Landen wir doch kurz, bitte. Recht schönen Dank, Gevatter. Ruhen wir uns ein wenig aus. Es wird sich Maria Zarewna freuen, mich wieder zu haben. Na, sieh, Naum, genau so ein Täubchen war auch meine Maria einst, als ich sie kennenlernte. Liebste Maria, du bist ja wirklich... André! Lass dich umarmen. Aber... Was fliegst du als Täubchen durch die Gegend und sitzt nicht zu Hause und stickst? Ach, liebster André, seit du das Haus verlassen hast, fliege ich so durch Fluren und Wälder. Dreimal schickte der Zar nach mir. Doch fanden sie mich nicht. Schließlich legten sie das Häuschen in Asche. Schade ist's um das Häuschen, Maria Zarewna, aber gut ist's, dass wir uns wieder haben. Alles andere wird sich finden. Gevatter Naum, kannst du uns nicht hier... auf dem freien Platz am Blauen Meer ein Schloss errichten. Warum denn nicht? Soll gleich geschehen. Ein Park? Springbrunnen? Ein Schloss mit silbernen Zinnen. Wie herrlich, mein André. Aber sag, wer ist denn dieser Gevatter Naum? Das, liebste Maria Zarewna, kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass er mein getreuer Diener ist. Aber komm, sehen wir uns das Schloss von innen an. Was soll das bedeuten, Ratsherr? Er ist zurückgekehrt. Nun, Hoheit. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. André Jäger wohnt in einem Schloss am Meer. Ein sehr schönes Schloss, muss ich sagen. Und seine Frau, Maria Zarewna, ist auch dort. Das kann nicht sein. Stimmt es wirklich? Ratsherr,
Sagt den Admiralen Bescheid, sie sollen meine Flotte zum Auslaufen bereit machen. Sagt den Generälen Bescheid, sie sollen mein Heer antreten lassen. Wollen doch sehen, wie lange er dort noch wohnen wird. In einem Schloss! Was für eine Frechheit! André, lieber sieh doch. Da kommt vom Meer des Zaren Flotte angesegelt. Nur ruhig, liebste Maria Zarevna. So, nun zeig mir, was du kannst, Axt. Sause los und zimmere mir eine Flotte. Sieh nur, André Jäger. Ein Schiff. Noch ein Schiff. Wieder ein Schiff. Eine ganze Flotte. Matrosen, Kanonen. Wir erwarten eure Befehle, Herr Jäger. Admiral, beschießt des Zaren Flotte mit euren Kanonen. Die Kanonen ladet! Feuer! Sieh, Maria Zarevna, sie schlagen die Zarenflotte in die Flucht. Aus ist's mit der Zarenflotte. Wird der Zar schön zu Hause bleiben müssen. Ach, lieber André, jetzt kommt auch noch das Heer des Zaren angerückt. Was machen wir denn nun? Haben wir die Flotte geschlagen, werden wir das Zarenheer auch noch verjagen. Nicht wahr, meine Flöte? Oh, die vielen Soldaten! Die glänzenden Rüstungen! Was befehlen, der Herr Jäger? Das Heer steht bereit! General, verjagt doch bitte das Zarenheer, das uns angreifen will! Soldaten, ladet die Gewehre! Marschiert gegen das Zarenheer! Steht er nun ganz allein da, der Zar? Zar ohne Heer, Fisch ohne Meer. Das sollst du mir büßen, André Jäger! Werde selbst mit meinem Schwert dir den Kopf abhauen! Sieh mal, André, wie er wütend sein Schwert gegen dich schwingt. Gleich kommt er zu uns herauf. Das sollst du mir büßen, André Jäger! Hast du immer noch nicht genug, Väterchen? Ich werde selbst mit meinem Schwert dir den Kopf abhauen! Dann los, Keule! Walke dem Zaren mal die Rippen durch! Au! Au! Schlag nicht so fest! Au! Au! Der Zar ist tot, mein André Jäger. Das Heer ist geschlagen. Die Flotte vernichtet. Jetzt, meine liebe Maria Zarevna, können wir endlich in Frieden zusammenleben. Schau doch, liebster André, die vielen Leute. Hoch, André Jäger! Hast den bösen Zaren bezwungen. Hoch! Werde du unser neuer Zar. Ja, werde Zar, André. André Jäger! Unser neuer Zar! Hab Dank, liebe Leute. Ich will es versuchen. Kommt alle aufs Schloss. Lasst uns feiern! Unser neuer Zar, ihr Liebe! Steh still! Besen! Was für ein Fest dort unter mir in dem prächtigen Schlösschen. Lehnt dort nicht mein Töchterchen aus dem Fenster?
Tanzt dort nicht das Schwiegersöhnchen im Garten herum? Trägt er denn da eine Zarenkrone auf dem Kopf? Hab ich also einen Zaren zum Schwiegersohn bekommen? Auch recht. Glück wünscht euch Baba Yaga, meine Kinderchen. Vorwärts, mein Besen. Yaga muss weiter. Leicht ist ein Märchen erzählt. Doch nicht so leicht ist ein Reich regiert. Weiter,